Davos Nordic gibt es eigentlich schon seit mehr als 40 Jahren. Und ist verankert hier oben und ist ein Langlauf-Highlight für den Schweizer Langlauf. So viele Leute schon im Prolog haben wir noch nie auf Platz gehabt. Und ich gehe jetzt davon aus, dass es für die Finalläufe, die jetzt stattfinden, noch mehr werden. Und dann können wir gut und gern von 7'000-8'000 Leuten ausgehen. Für mich ist es immer am schönsten, vor dem Heimpublikum zu laufen. Es ist wunderschön, auch die ganze Familie dabei zu haben. Und alle die, die man gerne dabei hat, all die Leute, die einem anführen, das dreht einem richtig über die Strecke. Ja, ich denke sicher, gerade wir als Wintersportler, die merken, dass es hat immer weniger Schnee, es hat immer nur in höheren Lagen Schnee. Ich denke, da überlegen wir uns sicher, wieso und was könnte man besser machen. Das ist ja so, dass Nachhaltigkeit halt bei einem Anlass dann erzählt, halt hinterfragbar ist. Aber gerade in Davos Nordic da ist das Thema halt schon, dass man sehr gut gelegen ist für Höhe. Von dem her hat man Schneesicherheit. Davos macht auch sehr viel mit dem Snowfarming, wo die Schneesicherheit gegeben ist, wo man den Schnee auch über den Sommer konserviert. Wir haben seit 10 Jahren Erfahrung in diesem Bereich und produzieren eben genau den Schnee bei diesen kalten Wintertemperaturen, was den Energieaufwand reduziert. Die BKW spielt eine grosse Rolle mit dem Nachhaltigkeitstool, das sie uns zur Verfügung stellen, wo sie uns auch animieren, eben Ideen aufzunehmen und die direkt in Anlass zu implementieren und umzusetzen. Konkret tun wir ganz klar den Abfall trennen. Also wir tun wirklich die ganzen PET-Sachen, die ganze Kartongeschichte trennen vor Ort. Wir setzen auch auf wiederverwendbares Geschirr, vor allem im VIP-Bereich, auf kompostierbares Geschirr im Public-Bereich. Wir versuchen im ganzen infrastrukturellen Bereich mit auch den anderen Grossanlässen zusammenzuarbeiten. Sei es ein Spengler-Cup, der kurz nach Davos stattfindet, nach Davos Nordic. Dass gewisse Bauten gerade weitergehen an Spengler-Cup, so versuchen wir Transporte zu minimieren. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem ÖV, mit der Rätischen Bahn und Postauto, wo wir 2 für 1 fahren. Die Leute können wirklich mit ÖV näher an Anlass kommen als mit einem Auto. Nachhaltigkeit hat für die BKW eine sehr hohe Bedeutung. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren Energie- und Infrastrukturdienstleistungen einen aktiven Beitrag dazu leisten können, für Lösungen für eine lebenswerte Zukunft.